Wo müssen wir nochmal lang? Ja, genau. So, Karotten in den Futterautomaten. Es ist schon langsam. Und da liegen noch zwei rum. Also von daher. Und hier möchte ich jetzt ein Huhn und ein, ach so, ich brauche ein Steinhuhn. Weil nur ein Steinhuhn legt Eier. Naja, vielleicht wird das ja noch was. Ein Steinhuhn versuchen zu. Da gab's doch schon wieder ein Upgrade für noch größere Tanks. Mal gucken, was die jetzt kosten. Ich hab's mir gedacht, 750. Ah, noch ein paar von den blauen, ne? Was? Nur zwei? Nein, ein Steinhuhn. Was ist das hier? Ein Phosphorslime. Eigentlich möchte ich ja so ein. Den blauen bin ich aus.
schon, aber warum eigentlich nicht? Ja, jetzt will ich da runterkommen. Warum hängen die alle in der Ecke? Thank you.
4 hat eingesammelt, naja. Schauen wir mal, was machen wir als nächstes? 500? Ich wollte mir doch mal... 750 sind es. Immer noch. Naja. Cheap, cheap. So. Ein paar Mitzis vielleicht noch. Was ein Gewusel. Ja, wo geht's jetzt nochmal? Wo kommst du denn her? Komm, dann kannst gleich mal tschüss. Gleich ins Meer schmeißen. Ist der irgendwie weit?
Da komme ich zurück. Ah, doch ein Küken. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bist du denn raus? Bock, 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 bock. Ja, bock, 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 bock. Ich könnte noch so ein paar blaue gebrauchen. Hm.
Ich hier da eigentlich auch rein tun, oder? Ich glaube, das fressen die auch nicht, oder? Guck mal hin. Die legen auch Eier. Können wir mal höher bauen. Wie Pogo frisst, gibt's nix. Fressen die auch nicht. Oder 50.
Haben die so einen blutverschmierten oder Lippenstift verschmierten? Das sind kleine Luftballons. Das bringt alles nicht so richtig was. Ich frage mich auch gerade, wie ich hier noch von der Karte runterkomme. So richtig weiter kommt man ja auch nicht, ne? Da braucht man diese komischen Schlüssel. Vielleicht sollte ich mir das mal durchlesen, was diese großen Wesen macht, die man da füttert. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay. Ah ja, der Phosphorslime mag Beeren, Früchte. Sprich, Hühner, Karotten, der frisst alles. Und der mag dann Früchte. Tilacius hatte ich ja auch schon. Fressen das der ursprünglichen. Ja, das mit dem Teer-Slime hatte ich ja schon. Dann gibt's noch die Wilde und der Teer-Slime. Der hat mir ja irgendwie komplett alles vernichtet das letzte Mal. Kennen wir auch schon alles? Sie ist eine wunderbare Lösung, um Teerausbrüche unter Kontrolle zu bekommen oder ungewollte Slimes loszuwerden.
wenn man ein fürchterliches, herzloses Monster ist. Oder schmeiß es ins Meer, das kostet gar nichts. Der Wildwuchs ist eine Erweiterung der Rentsch, die von Moos und hohem Gras bewachsen ist. Aha, Freilandhaltung, der Wildwuchs. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Dann geht man da rein und muss noch die Plots einsammeln. Die Grotte, das war das rechts. Ah, lichtempfindliche Slimes. Da kann man also die Phosphor-Slimes reintun. Dann gibt's noch die Docks. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das DLC sind oder ob man diese kriegen kann. Das Labor. Den Belohnungsknopf. Und was sagt er noch zur Welt? Die Ranch. Tja, und das habe ich alles noch nichts gedeckt, entdeckt. Das Slime habe ich noch entdeckt. Und über die Schlüssel oder die Viecher, die man füttern muss oder auch nicht füttern muss, schweigt es sich leider aus. Tja. Naja.